Ich zeige dir jetzt, wie du drei Maschen miteinander verkreuzt, und zwar so, dass die mittlere Masche von diesen dreien weiterhin in der Mitte bleibt. Das heißt, es kreuzen sich natürlich nur die Masche rechts und die Masche links neben der mittleren Masche. In meinem Fall habe ich jetzt eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, und ich möchte, dass sie sich nach rechts kreuzen, also dass die linke Masche oben liegt und nach rechts rüber geht. Und dass die linke Masche in der Mitte genau da bleibt, wo sie jetzt ist, nämlich in der Mitte. Dafür nehme ich mir eine Hilfsnadel zur Hand. Das ist am einfachsten, es geht auch ohne, aber mit ist es tatsächlich einfacher. Und nehme mir die ersten beiden Maschen, das heißt die rechte und die linke, auf die Hilfsnadel und lege die hinter die Arbeit. Ich pieke die immer so ein bisschen ins Strickstück ein, dann verrutscht die mir nicht und dann fallen mir die Maschen nicht runter. So, jetzt sind die beiden Maschen da hinter der Arbeit. Dann stricke ich die rechte ab. Und damit habe ich die schon mal nach rechts verkreuzt. Das wollten wir. Jetzt müssen wir uns nur noch um die beiden kümmern. Die liegen jetzt natürlich genau wie vorher. Eine rechts und eine links auf der Nadel. Und die linke davon muss natürlich nach rechts kommen, weil die wollen wir ja in der Mitte behalten. Das heißt, ich steche hier in die rechte Masche ein, in die vordere sozusagen, und lasse die linke kurz fallen und die rechte natürlich auch. Die hängt aber ja auf der vorderen Nadel. Dann hängt die linke hier kurz im Freiflug, die fange ich mir wieder auf und stecke sie vor die rechte Masche. Jetzt haben die beiden die richtige Reihenfolge. Dann stricke ich meine linke Masche wieder links ab. So, und meine rechte Masche stricke ich rechts ab. Und nicht wundern, ich stricke hier alle rechten rechts verschränkt wegen des Musters. So. Und so hat man eben gut zu sehen diese Dreierkreuzung, wo die linke Masche ihre Position nicht verändert hat.